Tendere abis Domine misericordiam tuam, alleluia. Exaltare tuum da nobis, alleluia. Domine exaudi orationem meam. Et da nobis atene meam. Dominos vobiscum. Et consilium tuum. Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, et mitere dinieris Sanctum Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum Nostrum. Thank you.
excelsis Deo. Terna dia per unicetum, tuum et enitatis nobis aditum, de victa morte deserasti. Vota nostra, que preveniendo aspiras, etiam adiuvando, prosequere, periundem dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, que te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli. Ad provincibus, ad est, exportate vetus fermentum, ut sitis nova conspersivo, sicut est dis asimis.
Thank you.
Nazarenum cum.
Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, schafft den alten Sauerteig hinaus, damit ihr ein neuer Teig seid. Ihr seid ja Ungesäuerte, denn unser Osterlamm Christus ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festmahl halten, nicht mit dem alten Sauerteig, dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Lauterkeit und Wahrheit. Soweit die Worte der heutigen Lesung. Aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit kauften Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome Spezereien, um hinzugehen und Jesus zu salben. Am frühen Morgen des ersten Wochentages, als eben die Sonne aufging, kamen sie zum Grabe. Sie sprachen zueinander: Wer wird uns wohl den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Als sie aber hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Sie gingen nun ins Grab hinein. Da sahen sie zur Rechten einen Jüngling sitzen, angetan mit einem weißen Gewande. Darüber erschraken sie sehr. Er aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und nicht mehr hier. Seht den Ort, wohin sie ihn gelegt hatten. Geht hin und saget seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Durch die Worte des heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Bitte beachten Sie ganz besonders in dieser Woche die verschiedenen Messzeiten. Morgen Montag, Ostermontag, ist um 7.20 Uhr ein levitiertes Hochamt und anschließend beginnen die wohlverdienten Ferien für die Seminaristen. Um 9 Uhr gibt es eine dialogisierte Messe mit Predigt und um 11.15 Uhr eine stille Messe. Dann ist während der Woche immer um 7.15 Uhr eine heilige Messe, mit Ausnahme vom Donnerstag. Da ist um 7 Uhr ein gesungenes Amt, weil gleichzeitig auch Exerzitien stattfinden. Am Freitag ist der Herz-Jesu-Freitag, darum gibt es um 19 Uhr abends noch eine zusätzliche Abendmesse. Und am Samstag, dann der Herz-Maria-Sünde-Samstag, nur eine Messe am Morgen. Am kommenden Sonntag ist der Weiße Sonntag, Fest erster Klasse, um 9 Uhr ein heiliges Amt mit der Feier von 3 Erstkommunionen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Seminargemeinschaft, liebe Gläubige, die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus ist das größte Verbrechen der Menschheit. Damals trauerten auf dem Hügel Golgotha nur wenige darüber. Die allerseligste Jungfrau Maria, der heilige Apostel Johannes, die heiligen Frauen, der rechte Schächer und später auch der Hauptmann. Die Gegner Jesu hingegen nahmen mit tiefster Genugtuung den Tod Jesu zur Kenntnis. Andere waren gleichgültig oder kamen einfach nur zum Gaffen. Die leblose Natur aber schaute nicht zu. Die Evangelisten berichten, dass zwischen Mittag und 15 Uhr eine tiefe Finsternis das Land bedeckte. Ganz ähnlich verhält sich die Natur an Ostern. Der heilige Matthäus berichtet in seinem Evangelium von einem großen Erdbeben zur Zeit der Auferstehung. Warum regt sich die leblose Natur? Auch sie war vom Fluch Gottes wegen der Sünde Adams getroffen. Sie steht, wie der heilige Paulus sagt, in ungeduldiger Erwartung des großen Tages der Erlösung und der Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde. Bei der Auferstehung des Herrn erbebt die Erde in ihren Grundfesten. Schon beginnt das Gericht Gottes über die ungläubige Welt.
Der heutige Offertoriumsvers stammt von Psalm 75. Er lautet: Die Erde erbebte und es ward still, als Gott zum Gericht sich erhob. Terra tremuit et quievit. Wenn ich das Talent zum Komponisten hätte, würde es mich reizen, diesen Psalmvers zu vertonen. Die Erde erbebte, die Zuhörer müssen erschrecken, Posaunen, Trompeten und ein Paukenwirbel würden erschallen. Der Gesang hätte ein Fortissimo, es gäbe auch ein paar Dissonanzen. Und es ward still. Zuerst käme eine Pause und dann ein paar ruhige Harmonien. Aus dieser Komposition wird nichts, das wird immer ein Traum bleiben. Apropos Traum, was träumt wohl Kaiphas in dieser Nacht? Ich glaube nicht, dass er träumt. Er liegt schlaflos in seinem Bett. Er wälzt sich von einer Seite zur anderen. Vielleicht sagt er sich, und wenn er doch Gottes Sohn gewesen ist. Die Erde erbebte und es ward still. Kaiphas hört und spürt das Erdbeben. Bald kommen zu ihm die Wächter voll Schrecken. Auch sie lösen ein kleines Erdbeben in der Seele des Kaiphas aus. Aber er versucht, sein Gewissen zum Schweigen zu bringen. Er schickt die Wachen fort mit einer Lüge. Er schickt dieses letzte Angebot der barmherzigen Liebe Gottes weg. Ein anderer liegt auf seinem Lager, Pilatus. Seit 2 Tagen schließt er kein Auge mehr. Immer noch klingen die Sätze Jesu in seinen Ohren. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ich bin ein König. Vielleicht, sagt er sich, hätte ich doch auf meine Frau Claudia gehört. Stattdessen habe ich einen Unschuldigen töten lassen. Er hat Angst vor Rache. Die Erde erbebt und es ward still. Pilatus erfährt ein doppeltes Erdbeben, das eine draußen, das andere in seiner Seele. Das Erdbeben draußen ist schnell vorüber, das Beben in der Brust des Römers dauert fort. Was bedeutet das Erdbeben für Herodes? Herodes ist ein reiner Sinnenmensch. Er denkt kaum noch an den Mann zurück, den er vor 2 Tagen mit einem weißen Spottkleid zu Pilatus zurückgeschickt hat. Die Erde erbebte und es ward still. Für Herodes ist das Erdbeben bloß eine interessante Abwechslung, eine kleine, willkommene Sensation. Er denkt an kein Gericht. Im Hinnomtal hängt an einem Ast eine Leiche zwischen Himmel und Erde. Niemand hat sich bisher getraut, sie herunterzunehmen und zu begraben. Die Erde erbebte und es ward still. Das Erdbeben wirft die Leiche zu Boden. Das ist ein Bild für den Fall des unglücklichen Judas in die Hölle. Auch Petrus liegt auf seinem Lager. Das Kissen von seinen unaufhörlich fließenden Tränen feucht. Es sind wahre Tränen der Reue über die Verleugnung. Eigentlich sollte er seine Brüder stärken, er weiß aber nicht, wie es weitergehen soll. Seine Reue ist immens, seine Liebe immer noch präsent, sein Glaube aber schwach und seine Hoffnung sehr klein. Was löst das Erdbeben in seiner Seele aus? Vielleicht meint er, dass der Pöbel das Haus, in dem er sich befindet, stürmt. Vielleicht meint er, dass man nun auch die Apostel holt, um sie zu kreuzigen. Leider kommt beim heiligen Petrus beim Erdbeben überhaupt kein Gedanke an die vorhergesagte Auferstehung auf. Auch ein paar Frauen können nicht schlafen. Sie erwarten mit Sehnsucht den Morgen, um zum Grabe gehen zu können und dort den Herrn zu salben. Sie hören das Erdbeben. Es ist für sie das Zeichen, aufzustehen und zum Grabe zu eilen. Eine einzige Person zweifelt nicht an der Auferstehung. Es ist seine Mutter, die allerseligste Jungfrau Maria. Ihr Glaube kennt kein Wanken.
Mit großer Sehnsucht und glühendem Verlangen erwartet sie die Auferstehung ihres Sohnes. Ihre Liebe ist ungebrochen, ihr Mutterherz kann den Moment des Wiedersehens kaum erwarten. Auch sie spürt das Erdbeben, jetzt weiß sie, es ist soweit. Jesus lebt. Der Tod ist bezwungen, der Teufel besiegt. Eine unermessliche Freude erfüllt ihr Herz. Sie eilt nicht zum Grabe, sie weiß ja, dass Jesus nicht mehr dort ist, sondern zu ihr kommen wird, um sie zu trösten und sie an der Osterfreude teilhaben zu lassen. Die Erde erbebte und es ward still, als Gott zum Gericht sich erhob. Man kann auf den ersten Blick etwas erstaunt sein, dass dieser Vers ausgerechnet am heiligen Osterfest einen Platz in der Liturgie erhalten hat. Hoffentlich ist es gelungen, diesen Platz begreiflich zu machen. Ich persönlich bin erstaunt, dass der Satz mittendrin abbricht. Vollständig würde er lauten: Gott erhob sich zum Gericht, um alle Sanftmütigen der Erde zu erlösen. Das Gericht ist folglich nicht für jeden Menschen zu fürchten. Für die Sanftmütigen bedeutet es sogar Erlösung. Welch trostvoller Gedanke, gerade heute an Ostern. Ich durfte 9 Jahre lang die Privatschule Dominik Savio in Wiel bei St. Gallen leiten. Diese Schule ist staatlich anerkannt und somit gibt es regelmäßige Besuche von der regionalen Schulaufsicht. Es waren verschiedene Personen, die zu meiner Zeit die Schule visitierten. Mehrere Male gaben sie zum Ausdruck, dass ihnen an unserer Schule etwas ganz Besonderes aufgefallen sei. Was denken Sie, was das gewesen sein könnte? Waren unsere Schüler besser im Lesen und Schreiben? Vielleicht, aber die Behörde betonte das nicht. Waren die Kinder sozialer auf dem Pausenplatz? Nicht unbedingt. Was den Obrigkeiten besonders auffiel, war die Tatsache, dass unsere Schüler fröhlicher waren als die Schüler der öffentlichen Schule und eine besondere Freude ausstrahlten. Woher kam diese Freude bei den Schülern? Ihre Freude ging aus dem österlichen Geheimnis hervor, aus der christlichen Freude über die Erlösung. An Ostern freut sich alles, der Himmel und die Erde. Die Engel erscheinen im Gewand der Freude und fordern die Menschen auf, sich zu freuen. Der Heiland freut sich selbst, die Apostel und die ganze Kirche freuen sich. Ahmen wir die Schüler von Wiel nach und freuen auch wir uns von ganzem Herzen am heutigen Tag und unser ganzes Leben lang. Ich möchte sogar noch weitergehen. In der österlichen Zeit sollten wir sogar vergessen, dass wir auf der Erde sind. Wir sollten einen Vorgeschmack des Himmels fühlen. In diesem Sinne ruft uns die Kirche am Ostermittwoch zu: Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, nehmt das Reich in Besitz, Alleluia, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt, Alleluia. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Credo in unum Deo. Et ascendit in cielum, sit ad extram patris.
Amen.
omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Potessimum die gloriosios predicare cum pasca nostrum immolatus est Christus. Ipse in inveros est agnus que abstole peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideum, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Sanctus Dominus, Deus.
saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divine citatione formati, audimus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Angelo, Deo Deone Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sancti Sergivi Fare, Via Peccavi Nimis Congregazione Verbo Europa, mea culpa, mea maxima culpa, Dio precorde ad Mariam sempre Virgine, Deo Congregine Marcangelo, Beato Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Deputer, ora pro nobis Dominum Deum Peccata mundi.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus, Spiritum nobis Domine tuae caritatis infunde, ut quo sacramentis pascalibus satiasti, tua facias pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate justem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia. Filius et Spiritus Sanctus. Thank you.